Hallo und willkommen beim Biertaucher Podcast 307. Heute kein Prostgeräusch, der Original-Podcast ist mir leider verloren gegangen. Dies ist eine Reproduktion, also ich muss das im Nachhinein aufnehmen. Ich bin heute ganz allein, der Horst Jens. Das Ganze findet statt mit freundlicher Unterstützung von Wukonic.com, der Internetagentur aus Österreich vom Jörg. Vielen Dank an dieser Stelle. Vielen Dank auch an unsere Patreonen. Das Geld kommt wirklich an. Ich glaube, derzeit sind es ungefähr 3 € im Monat. Und falls Sie noch leben, an unsere Flatterer. Es ist aber schon länger kein Flattergeld mehr gekommen. Und vielen Dank an das Klebemonster und alle Leute, die uns sonst durch Feedback und Zuhören unterstützen. Ja, worum geht's? Diese Sendung handelt fast exklusiv vom Evangelischen Kirchentag 2017 in Deutschland. Den habe ich besucht und ich habe dort mehrere Interviews gemacht, die werden dann in diese Sendung hineingeschnitten. Was ist der Evangelische Kirchentag? Also in Deutschland gibt es sowohl Katholikentage als auch Evangelische Kirchentage. Evangelisch ist von den protestantischen Kirchen, also meistens lutherisch. Und das ist so ein riesiges Treffen, findet alles 2 Jahre statt, wo es natürlich sehr viele Gottesdienste gibt, aber wo auch sozusagen politische Themen der Zivilgesellschaft verhandelt werden. Ich bin jetzt eher politisch als religiös interessiert, aber mir gefällt das trotzdem recht gut, weil man eben auf einem Fleck sehr viele Infostandeln sieht von engagierten Organisationen der Zivilgesellschaft, zum Teil aus dem kirchlichen Bereich, also karitative Organisationen, zum Teil aber auch eben Organisationen wie Linux für Kirchen oder Greenpeace. Okay, und heuer war der Kirchentag in Berlin und einer der Höhepunkte war die Eröffnungsrede, also eine Diskussion mit Ex-Präsident, US-Präsident Obama, der zusammen mit der deutschen Bundeskanzlerin Merkel und mehreren Vertretern von der evangelischen Kirche diskutiert. Und da war eine Open-Air-Veranstaltung, eine Bühne war aufgebaut auf dieser Allee vom Brandenburger Tor bis zur Siegessäule und die war voll mit Leuten, also ich glaube 70.000 Leute waren dort. Und waren so große Videoleinwände aufgebaut. Die Diskussion verlief in Deutsch und Obama hat natürlich auf Englisch geredet und es gab so Live-Subtitles. Ich glaube, man kann sich die ganze Rede oder die Diskussion eigentlich eher auf YouTube anschauen. Ich werde versuchen, das zu verlinken. Der Tenor war, was mich natürlich am meisten interessiert hat, war, was Obama gesagt hat. Und man muss sozusagen, er ist ein guter Redner, also man hört ihm sehr gerne zu, er kann sehr gut reden. Und was er gesagt hat, war jetzt nicht so weltbewegend, aber er hat eigentlich gemeint, dass halt niemand die Wahrheit mit Löffeln gefressen hat, sondern man soll auch, also auch wenn man die Stimme Gottes hört und sehr überzeugt ist, dass das, was man, dass man die Wahrheit gepachtet hat, soll man das halt auch anderen zugestehen, dass die vielleicht eben auch sehr überzeugt sind von ihrer Wahrheit. Ja, für Bundeskanzlerin Merkel war das natürlich ein Heimspiel, also sie kommt ja selber aus einem kirchlichen Umfeld, ich glaube aus einer Pastorenfamilie und sie hat dort dann vor allem den Türkei-Deal verteidigt und halt über die Flüchtlingspolitik auch kurz geredet. Im Spiegel haben sie das ganze Gespräch sehr verrissen, da haben sie gemeint, da kann man einschlafen dabei, weil sozusagen nichts Weltbewegendes gesagt wurde, sondern dass mehr so eine Kuschelrunde war. Ich habe es trotzdem ganz, ganz gut gefallen und war nett, einmal Obama live sprechen zu hören. Okay, der Kirchentag, ich war insgesamt 3 Tage lang, oder ich glaube noch ein 4. war dann dabei, ich war 3 Tage auf jeden Fall in Berlin und gleich am Anfang war eben diese Obama-Rede und man hat sich die Taschen natürlich kontrollieren müssen, lassen müssen, wenn man zu dieser Open-Air-Veranstaltung gegangen ist. Und die anderen Veranstaltungen, das waren verteilt über ganz Berlin auf verschiedenen Kirchen, immer wieder so Diskussionsrunden, Gottesdienste, Gebete, Gesänge, Kabarettvorstellungen. Und da war dann zum Teil Einlasskontrolle, also dass man nur mit einer Kirchentag-Eintrittskarte hineinkam. Und für mich als evangelischen Christen in Wien, also in Österreich, ich bin eher gewohnt, sehr leere Kirchen. Ja? Und es war ein witziges Erlebnis, dass die Leute Schlange stehen, um in eine Kirche hinein zu dürfen und dann noch eine Eintrittskarte vorweisen müssen. Also das an sich war schon einmal ein bisschen witzig.
Und ich bin dann auf das Messegelände Süd gegangen und dort war sozusagen der Kirchentag aufgebaut. Das war eine riesige Messehalle, also ein Messegelände mit mehreren Messehallen und in jeder Messehalle waren unzählige Standeln, also so kleine Infotische von eben Organisationen, zum Teil kirchliche Organisationen, zum Teil zivilgesellschaftliche Organisationen. Die haben mir am besten gefallen und dort habe ich mich auch am meisten herumgetrieben. Am ersten Tag habe ich dann eigentlich nur zwei Messehallen halbwegs abarbeiten können, habe mich dann auch prompt verlaufen, die nicht mehr gefunden und war ein bisschen überfordert und bin dann im Endeffekt heimgegangen. Dann habe ich einen Tag lang mir nur Berlin angeschaut und am dritten Tag habe ich dann wirklich nur dieses Messegelände abgearbeitet und habe es dann zumindest geschafft, alle Messehallen zumindest einmal durchzugehen und mit jedem Infotisch, der mich interessiert hat, ein bisschen näher zu reden. Ich habe mein Mikrofon genommen und ich habe mehrere Interviews gemacht. Die hören Sie jetzt auch gleich im Anschluss. Es gab nicht nur diese Infotische auf den Messehallen, sondern in den Messehallen waren natürlich auch wieder eigene Räume, wo Diskussionsrunden waren. Dann eine Halle, da gab es eben nur Bücher, waren also sozusagen aus dem kirchlichen Umfeld halt Literatur. Und es gab Räume, wo gesungen wurde. Es war so eine riesige Open-Air-Bühne, auch im Messegelände. Waren dann so, das ist genannt die Halleluja-Grube, da waren dann halt so Gospelchöre. Und natürlich gab es, wie auf jeder Messeveranstaltung, so Essensstandeln und die Leute sind einfach so herumgegangen und haben gegessen oder sich ausgeruht. Das war recht nette Veranstaltung. Was ich sagen kann, dass ich rede jetzt von den Standeln, die ich nicht interviewt habe, sondern wo ich nur so geplaudert habe. Mir hat natürlich sehr gut gefallen als Österreicher der Stand von Wir sind Kirche. Das ist eigentlich eine katholische Organisation, wurde in Österreich gegründet im Zuge von diesem Skandal um den Bischof Gröhr und um das Kirchenvolksbegehren. Da geht es ein bisschen um eine Reformbewegung in der katholischen Kirche. Und ich habe gefragt, wie es denen geht und die leben und gedeihen und sind fröhlich. Und die haben jetzt ein bisschen Auftrieb auch, weil sie sich mit dem aktuellen Papst sehr gut verstehen. Und da hat mein Herr dann erklärt, ja, also sie arbeiten halt von unten an einer Reform der katholischen Kirche und der Papst von oben. Und also da bewegt sich jetzt wesentlich mehr, als das von außen den Anschein hat. Und ich habe dann gefragt, ja, wie ist das für ihn als Katholik am evangelischen Kirchentag? Und der hat mir dann was sehr Interessantes gesagt. Der hat gesagt, ja, also seiner Erfahrung nach sind mindestens 15% der Besucher auf einem evangelischen Kirchentag sind überhaupt nicht evangelisch, sondern gehen einfach so hin, weil sie sich für Politik oder für Kirche allgemein interessieren. Und umgekehrt hat gemeint, auf einem Katholikentag sind auch mindestens 15% gar keine Katholiken. Also das ist eher recht locker. Ja, wie gesagt, diesen Wir sind Kirche-Leute, denen ging es ganz gut. Ein Stand, da wollte ich sogar mithelfen, habe ich leider nicht interviewt, das war Linux für Kirchen, das hat mir natürlich extrem getaugt. Und ich habe dann gefragt, ja, hey, warum ist die FSFE nicht hier, die Free Software Foundation Europe? Und dann haben sie gemeint, zum Teil sind das eh dieselben Leute, aber zum Teil haben die halt kein Interesse gezeigt oder war ihnen der Stand zu teuer. Also auch diese ganzen größtenteils gemeinnützigen Organisationen, die einen Stand haben, müssen natürlich auch Saalmiete zahlen für den Stand. Und ja, den Linux für Kirchenleuten, denen ging es gut. Ja, die haben also fest gezeigt, wie man Linux einsetzen kann, eben zum Beispiel um eine Gemeinde zu verwalten. Und mit dem habe ich dann ein bisschen geredet, ja, was hält er so vom Publikum und wie ist das, Technologie an ein kirchennahes Publikum ranzubringen, und der hat gemeint, das ist ein recht gutes Publikum, also sie mögen auch, dass sie da präsent sind, und die Argumentation war so ein bisschen, also die Leute, die auf einen Kirchentag hingehen, also das Publikum sind eher Leute, die sich sowieso engagieren, sei es jetzt in der Gemeinde oder in der Gemeindevertretung oder im Presbyterium, also für Katholiken jetzt, die evangelischen Kirchen sind so aufgebaut, dass die Gemeinden da viel mehr zum Mitreden haben, also die können auch ihre Pfarrer rausschmeißen und abwählen etc. Und das Publikum, das da Eintritt zahlt extra, um eben auf diesen Kirchentag gehen zu können, das sind von Haus aus Leute, die, wie soll man sagen, politisch oder zumindest gesellschaftlich ein bisschen aufgeschlossen sind und auch gern was tun. Und da hat er gemeint, ist das auch durchaus gut angekommen, und den kann man auch über freie Software erzählen. Und das ist jetzt von der
Also es stößt auf fruchtbaren Boden, als wenn man sich jetzt auf irgendeiner Fußgängerzone hinstellt und dort halt total unbeteiligten Leuten versucht, über freie Software zu erzählen, die einfach jetzt nur einkaufen wollen oder einfach davon nichts wissen wollen. Also der war recht zufrieden. Die habe ich leider vergessen zu interviewen. Das war nämlich am ersten Tag einer der ersten Stände und dann habe ich den Stand einen Tag lang nicht mehr gefunden. Es war nämlich so, da waren mehrere Messehallen und die Messehallen waren nicht nur in einer Ebene angeordnet, sondern auch dreidimensional. Also unter einer Messehalle war noch einmal eine Messehalle und jede aber gigantisch groß mit hunderten Ständen. Dann auch, die habe ich auch nicht interviewt, aber die haben mir sehr gefallen. Da gehe ich so hin und lese einen Stand. Aha, worum geht's da? Und da stand Gott in Berlin. Und da habe ich gedacht, aha, Gott wohnt in Berlin. Endlich weiß ich, wo Gott wohnt. Und habe halt mit dem Herrn dort geblödelt. Und die haben dann rausgekriegt, aha, ich bin Österreicher. Und habe ich gefragt, worum geht's da? Und ja, also die haben da ihren Rock'n'Roll Preacher. Das war so eine Art Rockmusiker mit langem Ledermantel und Mundharmonika. Und er geht dorthin, wo das Volk ist. Nämlich am Sonntagvormittag geht er zu den Frühschoppenlokalen, wo die Leute sitzen, anstatt in der Kirche zu sein. Und dann kommt halt die Kirche zum Volk und dort singt er dann und performt und gleichzeitig gehen dann Mitarbeiter mit und dann ergeben sich interessante Gespräche und die verstehen sich so als Kirchenwegweiser, also die machen die Leute halt darauf aufmerksam, also in deiner Nähe wäre doch die und die Kirche und ja, also praktisch so eine Art, wie man zur nächsten Kirche findet oder ein Dienstleister, der Leute zur nächstgelegenen Gemeinde oder zu einer passenden Gemeinde führt. Natürlich nur christliche, keine muslimischen, habe extra nachgefragt. Und die haben dann so gemeint, na, möchtest du nicht Gott in Wien machen? Weil wir, ja, und wir stellen das zur Verfügung und so. Und also die haben sozusagen ein bisschen missioniert. Und ich habe jetzt kein Bedürfnis gehabt, Gott in Wien zu machen oder hier Leute in eine Kirche zu zeigen. Aber irgendwie die URL hat mir schon gefallen. Also haben wir gedacht, so Gott in Wien, und dann Gott in Grammat Neusiedl, Gott in Sinabelkirchen, Gott in Hintertupfing. Also diese URLs hätte ich schon gern und würde dann damit entsprechenden Blödsinn machen. Aber ja, ich war ein bisschen zu unmotivierbar, um mich da jetzt wirklich reinzusteigern, aber irgendwie hat mir das Konzept sehr gefallen, dass man eine URL hat, wo genau draufsteht, wo Gott zu Hause ist. Ja, und dann würde ich sagen, komme ich zu den Interviews. Das erste Interview ist Godspot. Godspot, das ist, das war ein sympathischer junger Mann, beziehungsweise ein ganzer Infostand und die machen WLAN für Kirchen. Und dazu muss ich jetzt gleich eine Korrektur anbringen. Ich habe nämlich gefragt wegen den Unterschieden zu Freifunk und im Interview sagt der eine, dass Freifunk ausländische Server hat. Das stimmt so nicht. Das haben wir nachher im Anschluss an das Gespräch korrigiert. Freifunk hatte Server im Ausland, hat jetzt aber mittlerweile auch Server in Deutschland. Also bitte, das ist eine Korrektur für dieses Interview. Also Godspot. Okay, godspot.de, das freie WLAN der evangelischen Kirche. Hallo Dirk Krüger. Hallo. Kannst du mir erzählen, was Godspot ist und was die Mission davon ist, also was ihr machen wollt? Also Godspot ist sozusagen das freie WLAN der evangelischen Kirche, wie der Name schon sagt. Also frei im Sinne von wirklich frei. Also der User, der sich über Godspot einloggt, muss keine Daten hinterlassen. Das ist kostenfrei, auch wirklich bis... Muss nicht euch auf Facebook liken oder so? Nein. Also er kann einfach auf Login klicken und landet dann im Internet. Und hat ein volles Internet. Hat ein volles Internet. Das Einzige, er landet halt auf einer Landingpage, wo die Kirchengemeinde das zur Verfügung stellt. Okay, ja. Dann niederschwellig sagen kann, übrigens der Ort, von wo du dich hier einloggst, das ist die Kirchengemeinde XY. Okay, ja. Das sind unsere Veranstaltungen. Hier ist ein Link zu unserer Homepage. Aber wenn, er kommt von dort dann überall hin. Er kommt von dort überall hin. Also wenn er sagt, das interessiert mich aber gar nicht, sondern ich will einfach nur ins Internet, dann darf er das. Ja? Also das ein Charme, also ein Teil des Charmes von Godspot ist eben wirklich, dass wir nicht mit dem Missionsknüppel sozusagen durch die Gegend gehen und sagen, jemand, der sich hier einloggt, der muss vorher schon irgendwas mit Kirche zu tun haben oder muss sogar in der Kirche Mitglied sein oder so, sondern es richtet sich durchaus auch an Leute, die bisher von Kirche eher ein negatives Bild haben oder noch nie was von Kirche gehört haben, was ja hier in Berlin und Brandenburg durchaus manchmal der Fall ist. Und die Idee ist, also jetzt, also ursprünglich kommt das ja aus der EKBO, war so ein bisschen auf den Bereich.
EKBO, das ist die Evangelische Kirche von Berlin-Brandenburg, Schlesische Oberlausitz, also die Landeskirche von Berlin und Umgebung. Weil das halt sozusagen die Idee daraus hervorgegangen ist und erstmal ein Pilotprojekt von dieser Landeskirche auch war. Also haben Leute gesagt, wir vernetzen die Kirche oder wir machen WLAN für die Kirche. Genau, also die Idee war sozusagen eine Infrastruktur zu schaffen, so wie das früher auch mit Kirchengebäuden war, dass man einfach sagte, die Kirche war oft ein Rückzugsort für Leute, die einfach Schutz suchten vor Vergewaltigung oder Plünderung oder einfach mal in Ruhe irgendwo zu sein und irgendwie den Alltag draußen zu lassen und das Gleiche sozusagen jetzt im Internet möglich machen. Also sozusagen auch durchaus mit der Idee, Kirchentürme irgendwann Symbole für freies WLAN werden zu lassen. Das heißt, wenn man... Das ist aber schon so gedacht, dass das dann physikalisch in der Nähe von Kirchen ist. Oder kann sich praktisch jedes Kirchenmitglied sagen, ich möchte... Theoretisch, also unsere Hauptkunden oder das Ziel ist halt schon, sind kirchliche Organisationen, kirchennahe Organisationen oder eben Kirchengemeinden und Ähnliches. Aber wir sagen jetzt nicht grundsätzlich irgendwie halt vor irgendwelchen anderen Leuten, die jetzt an uns herantreten und sagen, wir möchten das gerne bei uns einsetzen. Was nicht verhandelbar ist, der Name. Also wer ein Problem mit dem Namen Godspot hat, also jetzt im Sinne von, dass da Gott mit drin vorkommt, der sollte es halt nicht einsetzen und der wird es auch nicht einsetzen. Ne? Aber dass da jetzt drunter steht, dass freie WLAN der evangelischen Kirche. Das muss man halt eben dann sehen, je nachdem, ob das jetzt zum Beispiel eine katholische Gemeinde ist, die das einsetzen will, da müsste man ja eventuell dann natürlich darüber dann verhandeln. So, ne? Wie geht es ja an die Kirchen heran, um die als Partner zu gewinnen, also an die einzelnen Gemeinden? Ich meine, die sind nicht alle so technikaffin, dass sie... Nee, also muss man aber auch, also das auf niederschwelligen Niveau, je nach Größenordnung der Installation, also wir haben halt eben die Kleinstinstallation, das ist im Grunde Plug and Play, also ist so groß wie ein kleiner WLAN-Router, da wird ein LAN-Kabel mitgeliefert und ein Netzteil, das heißt, muss man nur mit dem LAN-Kabel den Godspot mit seinem eigenen WLAN-Router verbinden und das Ding in die Steckdose stecken und dann funktioniert es sofort. Das ist so vorkonfiguriert. Ja, das sowieso, also Strom, Internet muss vorhanden sein schon bei der Gemeinde. Also das ist selber schon ein Internet. Genau, weil die Idee dabei ist ja, dass man halt einen Teil seines eigenen Internets öffnet für andere Leute, die dann da reinkommen. So. Das heißt, ihr vermischt aber nicht die Kirchen untereinander und baut euer eigenes Netz auf? Nein, es geht darum sozusagen wirklich, also Leuten, die halt von außen reinkommen, also jetzt durch die Tür der Kirchengemeinde oder eben auch auf der Straße vorbeizulaufen, die Möglichkeit zu geben, das Internet zu nutzen, ohne dass man eben, also von User-Seite da eben kompliziert irgendwelche Daten eingeben muss, sondern man klickt wirklich darauf und ist drin. Auf der anderen Seite aber, dass die Anbieterorganisation oder der Anbieter, die Anbieterin geschützt ist vor eventuellen legalen Geschichten, die das... Wir haben halt, also wir leiten den User sozusagen ab vom Login-Button über einen VPN-Tunnel zum Server unseres Providers und erst da wird er sozusagen ins Internet entlassen. Und damit ist... Genau. Genau, also das ist heißt, so. Ihr nehmt die lokalen Kirchen aus jedem Haftungsfall. Genau. Also Stichwort Störerhaftung, aber eben auch echte Straftaten. Also es hat ja nicht nur was mit der Störerhaftung zu tun, die trotz der allgemeinen Meinung, dass das mittlerweile abgeschafft ist, was ja nicht stimmt. Also es ist ja ein Mythos sozusagen. Das steht ja jetzt zwar im Sommer nochmal zur Debatte, aber ob das wirklich abgeschafft wird oder nicht, das bleibe dahingestellt. Aber es gibt ja wirklich das konkrete den Fall, dass es halt sein kann, dass irgendwelche Leute Schindluder im strafrechtlichen Sinne damit treiben und das hat dann gar nichts mit der Störerhaftung zu tun und auch davor schützen wir sozusagen die... Genau. Und gleichzeitig ist es aber so, dass halt über diese technische Geschichte, über den VPN-Tunnel auch gewährleistet ist, dass halt kein Zugriff auf das eigene Netzwerk der Kirchengemeinde meinetwegen passieren kann. Ja? Also das heißt, es ist wirklich, die bewegen sich in einem anderen Raum dieses Internets, das man zur Verfügung stellt. Wenn jetzt die lokale Kirche, die bei euch mitmachen will, da jetzt so einen Hotspot errichtet, ja, dann braucht ihr aber einen Internet-Provider-Vertrag, der sozusagen volumenunabhängig ist. Sehe ich das richtig? Genau. Wenn ihr dadurch mehr Volumen habt, zahlen sie auch mehr, wenn sie einen schlechten Vertrag haben bei ihrem Internetprovider. Genau. Das heißt kein Internetprovider. Nee, nein, das ist völlig unabhängig voneinander. Also wir sagen auch nicht, ja, was? Godspot GmbH ist demnächst Internetprovider. Ja, aber ihr werdet jetzt auch Internetprovider. Ja, ja. Okay, also, aber jedenfalls... Godmet, oder? Ja, keine Ahnung. Aber jedenfalls ist es so, dass also erstmal wir sagen, also wer Godspot erwirbt, der muss erstmal selber dafür sorgen, dass halt vorher Internet da ist oder gleichzeitig den Internetvertrag buchen oder so. Ne? Ihr habt keine Kooperation mit diesen Funknetzen, nicht der Freifunknetz? Freifunk, nein. Also grundsätzlich ist das halt irgendwie keine Konkurrenzveranstaltung im eigentlichen Sinne. Also wir sind halt irgendwie, gibt es keine
Reibereien oder so. Ja. Aber es gibt halt schon wesentliche Unterschiede, die uns von Freifunk unterscheiden. Also zum einen ist es die legale Seite. Freifunk umgeht sozusagen die legale Geschichte dadurch, dass es den Provider oder den Server im Ausland stehen hat. Und wir haben halt gesagt, wir sind für Transparenz, also auch in der Hinsicht und sagen, also ich will jetzt nicht sagen, dass Freifunk nicht für Transparenz wäre, ne? Aber wir wollen halt da wirklich Transparenz schaffen, indem wir halt sagen, unser Provider oder der Server unseres Providers steht eben nicht im Ausland, sondern wir lösen sozusagen das unter den legalen Gegebenheiten in Deutschland, lösen wir sozusagen dieses Problem halt. Ne? Und achso, und noch eine andere Sache. Eine andere Sache ist noch, dass halt wir eine Landingpage für die Kirchengemeinden anbieten. Für jede einzelne, also für jeder Hotspot-Betreiber kriegt seine eigene Landingpage. Genau. Und die macht ihr für ihn oder die muss er selber? Also im Moment ist es so, dass es halt, also auch hat was mit Corporate Identity zu tun, ja. Und so. Es gibt halt eben, es gibt ein Template, was dafür freigeschaltet ist, und das ist halt relativ begrenzt. Also im Moment gibt es halt also standardmäßig drei verschiedene Menüpunkte: unsere Gemeinde, unsere Kirche, unsere Veranstaltung. So, und da kann halt die Gemeinde dann halt sagen, okay, willkommen auf der, also Login erfolgreich, willkommen auf der bei der so und so Kirche. Schön, dass du hier bei uns in der Nähe dich eingeloggt hast. Das sind unsere Veranstaltungen für die nächsten zwei Wochen. So sieht unsere Kirche von innen aus. Auch Stichwort ständig offene Kirche. Also das heißt, viele Kirchengemeinden, gerade auf dem Dorf, sind ja nicht mehr in der Lage, jetzt irgendwie dauernd jemanden abzustellen, der halt auch aufpasst, dass da keine Randale gemacht wird oder sowas. Und da gibt es die Möglichkeit dann zu sagen, okay, die Kirchengemeinde die Kirche ist zwar abgeschlossen, aber wir haben halt Bilder. Genau, also zum Teil ist es möglich, sogar 360-Grad-Aufnahmen da reinzustellen, dass man sich die Kirche wirklich angucken kann. Das heißt, ihr bietet auch den Webspace an für die Kirche, wenn die keine eigene Kirchenhomepage. Naja, das ist halt also in diesem Rahmen halt. Also wenn die jetzt keine eigene Homepage haben, dann könnte man sozusagen das auch dafür nutzen. Aber es ist halt eben also jetzt so begrenzt, dass halt da bestimmte Sachen eben dann nicht gehen oder das halt grafisch nicht so ausgereift ist. Wenn die Kirche schon eine eigene Homepage gemacht hat, kann sie dann von euch weiterleiten. Genau, das ist also sogar der Sinn. Es gibt halt also da. Das heißt jetzt nicht Kirchenhomepage-Anbieter. Nein, genau. So, und genau, und das ist halt eben aber so niederschwellig, dass halt auch diese Leute sagen können, okay, das interessiert mich aber trotzdem nicht die Bohne und ich gehe halt jetzt einfach ins Internet. Ne? Also das, wie gesagt, das ist eben ein bisschen der Charme von Gospel, dass wir eben da sagen, aber es macht natürlich, also tue Gutes und rede darüber. Also es ist jetzt nicht so, dass man irgendwie das verheimlichen soll, dass es halt eine kirchliche Angelegenheit ist. Ne? Habt ihr noch einen Satz um irgendwas drin, wer bei euch Hotspot-Betreiber sein darf? Also, nö, also wie gesagt... könnt ihr auch die Atheisten Berlin... Wenn die so heißen, dann ist das natürlich schon eventuell ein bisschen problematisch. Also wir würden uns da nicht unbedingt gegen sperren. Ich vermute mal aber, dass die jetzt nicht unbedingt in WLAN aufmachen, was Godspot heißt, weil das ist ja nicht verhandelbar. Dass man dann, keinen Humor, glaubst du? Na, Humor vielleicht schon, aber die Leute, die dann da hinkommen und sich da einloggen, eventuell nicht so sehr. Okay, ja. Kannst du sagen, wie viele Kirchen habt ihr schon sozusagen vernetzt oder wie schaut das aus? Also in Berlin und Brandenburg, schließlich Oberlausitz, sind halt jetzt ungefähr so 100, 150, 160. Wir haben aber jetzt auch vor dem Kirchentag schon halt relativ viele Anfragen aus ganz Deutschland, auch zum Teil schon aus dem europäischen Ausland. Also aber jetzt auf dem Kirchentag natürlich hat sich das jetzt nochmal potenziert. Also ich habe jetzt nicht so viel reingeguckt in unsere E-Mail-Accounts, aber da ist jetzt schon klar, dass ab dem ersten Tag des Kirchentages viele Anfragen wieder reingekommen sind. Wir hatten zum Teil, ich habe mit Leuten am Zentrum Zukunft Kirche vorgestern gesprochen, da waren welche aus Kenia, die das eine tolle Idee fanden und so. Seid ihr die Ersten oder die Einzigen in Deutschland? Es ist da noch keiner auf die Idee gekommen, sozusagen einen Kirchenhotspot anzubieten? Nee, also nicht, dass wir wüssten zumindest. Ja, ja. Und es ist auch trotzdem, also abgesehen davon, dass es natürlich andere Hotspot-Betreiber gibt, ist es trotzdem einzigartig in der Freiheit für die User. Ne? Also dass man wirklich überhaupt nichts machen muss, dass man einfach nur sich einloggt. Das ist vielleicht noch bei den Freifunkern ähnlich, aber wie gesagt, da gibt es halt diesen Unterschied mit... Und ihr seid, wenn ich das richtig interpretiert habe, ihr seid eine GmbH, aber nicht gewinnorientiert. Genau. Also ja, wir sind halt keine gemeinnützige GmbH. Wir müssen natürlich so viel Gewinn machen, dass wir unsere eigenen Kosten damit decken. Ne? Und das ist auch der Sinn. Aber wir reichen die Kosten im Grunde durch. Also die Produktionskonfigurationskosten, Marketing natürlich spielt auch eine Rolle. Also der Name ist natürlich... Ihr verlangt schon was von den Kirchen. Genau, ja, also die Hardwarekosten sozusagen und dann eben monatliche Fee, die halt eben dann die ganze Infrastruktur abdeckt und zum Teil sogar technischen Support mit drin und so weiter. Habt ihr schon Erfahrungen, was hat eine Kirche davon, wenn sie jetzt einen Hotspot betreibt? Also kommen dann irgendwie Leute in Kirchennähe, die sonst jetzt nicht
in Kirchennähe gegangen werden. Ja, also wir haben halt immer wieder Feedback von Leuten, die halt eben sagen so, da sind halt Leute die einfach, die vorbeikommen und die irgendwie sich darüber freuen, dass es halt Gospod gibt. Und wir haben halt eben auch, unabhängig jetzt von den Erfahrungen der Leute... Die sitzen dann praktisch um die Kirche herum? Oder? Ja, also zum Teil, also wir hatten halt so eine ganz eigentümliche, so ein eigentümliches Erlebnis, dass halt jemand bei so einem Vortrag, den wir gemacht haben, dann gesagt hat, also kam so ein älterer Pfarrer, von dem man jetzt auf augenscheinlich jetzt erstmal nicht gedacht hätte, dass er jetzt internetaffin gewesen wäre oder so, und der dann sagte so, also habe ich das richtig verstanden, dass wenn ich jetzt das irgendwie auf meinen Kirchplatz rausstrahle, dass es dann sein kann, dass dann Leute kommen, die dann deswegen kommen, weil sie ins Internet wollen, und dann sitzen sie da vor meiner Gemeinde, und dann meinte der Vortragende, ja, das stimmt, und dann sagte er, das ist ja toll, dann kann ich ja zu denen hingehen und mit denen reden. Mhm. Ja, also es ist halt wirklich dann... Genau, also es gibt natürlich viele Leute auch gerade in der Kirche, die damit eher ein Problem haben, die dann sagen, WLAN während des Gottesdienstes, das möchte ich nicht, aber das ist zwar eine Möglichkeit, das auch während des Gottesdienstes gezielt einzusetzen, ja. Weil man einfach sagt, es ist jetzt hier WLAN, egal ob man jetzt ein Flatnet hat oder nicht, können alle Internet nutzen, dann kann man sagen, wir spielen jetzt irgendwie da Kirchenliedtexte ein oder keine Ahnung was. Aber das Problem, dass halt Leute im Internet surfen auf ihrem Smartphone in der Kirche und der Predigt nicht folgen, das hat man schon vor Godspot gehabt. Und auch wie unser der Ideengeber Herr Kretschmer gesagt hat, wenn das passiert, dass die Leute abschweifen mit anderen Sachen oder ob das jetzt im Internet ist oder nicht, dann hat man ein Predigtproblem und kein Godspot-Problem. Okay. Na gut. Okay, vielen Dank und ich wünsche euch viel Erfolg. Ja, danke. Gleichfalls. Okay, dann hatte ich ein lustiges Erlebnis. Ich bin zum Stand von ATTEC gegangen. ATTEC ist eine Politorganisation, in den letzten Jahren immer bedeutender worden. Also zusammenfassend kann man wohl sagen, unter Globalisierungskritikern oder die negativen Auswirkungen der Globalisierung werden da aufgezeigt. Und da war eine ältere Dame, die war... bereit, mir ein Interview zu geben, und das hören Sie jetzt gleich, was man im Interview nicht merkt, man hört es nur, weil ich kicher. Ich wollte immer wieder eine Zwischenfrage stellen, und sie hat mir dann wirklich die Hand auf den Mund gehalten und mir sozusagen den Mund zugehalten, weil sie irgendwie nicht in ihrem Redefluss gestoppt werden wollte. Ich habe das sehr, sehr witzig gefunden. Hören Sie jetzt das Interview mit ATTEC. Okay. Evangelischer Kirchentag, ich bin am ATTEC-Stand und spreche mit einer Mitarbeiterin. Hallo. Hallo. Wie sind Sie jetzt zufrieden? Sie sind wie viele Tage jetzt schon hier auf dem Messestand? Ja, wir haben halt am Mittwoch aufgebaut, dann Donnerstag, Freitag, heute Samstag. Ja, wir sind ganz zufrieden. Also gerade in unserer Halle hier, wo viele zivilgesellschaftliche Organisationen ihren Stand haben, haben wir hier regen Zuspruch. Ja, und viele Stand nicht verwaist. Also, nein, überhaupt nicht, ganz und gar nicht. Und viele kamen mit ihrer eigenen Geschichte, mit ihren eigenen Anliegen, Überschneidungen zu Anti-Atomkraft, gegen Krieg, pro Friedensbewegung. Ja. Das ist im Augenblick natürlich ein ganz brisantes Thema, da viele unzufrieden sind mit der Militärbeteiligung in Kriegen in der Welt, auch von Deutschland, das möchte man zurückschreiben. Dann unsere ganz ureigenen Themen, Finanztransaktionssteuer, das war ja der Ursprung von ATTEC in Frankreich. Und dann die großen Freihandelsabkommen, die wir halt argumentativ widerlegen wollen und wie ich denke auch sehr, sehr erfolgreich tun. Dann der G20-Gipfel, der in Hamburg stattfinden soll. Da haben Sie ein Plakat drauf. Genau, und Informationen und auch ein bisschen Bildungsmaterial, weil wir ja auch anregen wollen zum Selbstbilden, nicht nur, dass wir belehren. Haben Sie das Gefühl, die Kirchentagbesucher, die zu Ihrem Stand kommen, wissen über diese Themen schon sehr gut Bescheid? Oder? Das ist der Punkt. Sie sind schon ein bisschen informiert und wollen das vertiefen. Also es ist jetzt nicht so, wie wenn Sie einen Stand auf einer Fußgängerzone in Hamburg aufmachen würden. Das ist ganz richtig. Ein anderes Publikum hier. Ja, es kommen viele in diese Halle, die genau diese Stände in Anführungsstrichen abklappern und Material sammeln und Gespräche suchen. Also gezielt politisch informiert sein wollen? Oder? Genau, so sehe ich das, ja. Und sonst ist der Kirchentag
in Anführungsstrichen schon politisch. Es kommen gesellschaftliche Themen in den Podiumsdiskussionen zu Wort. Allerdings kann ich die Kritik üben, dass es mir bisher noch nicht genug umgesetzt wird im Alltag, die Forderungen, zum Beispiel nach Friedenserziehung und konkreten, also Sie reden nur über Frieden, aber fordern ihn nicht ein. Im Zusammenhang mit der Aufrüstungsspirale, Rüstung, Militär, all die Fragen, also wo so viele. Sie wünschen sich da eher eine lautere Position. Genau, das stimmt. Und zum Beispiel im Vergleich zu Papst Franziskus, die Ökumene ist ja ganz groß, da muss ich sagen, das ist ein ganz revolutionärer Papst, der die Dinge beim Namen nennt und einfach große Forderungen aufstellt und aktiv wird, auch rumreist und brisante Dinge anspricht. Also Ihnen als Protestantin spricht es der katholische Papst aus dem Herzen sozusagen? Ja, das kann ich wirklich so sagen. Ich bin schon begeistert von Papst Franziskus und seiner politischen Haltung. Ja. Ja, und sonst ist der Kirchentag einfach ein wunderbares Erlebnis mit Konzerten und auch Bibelstunden. Und hier kommt jeder auf seine Kosten, gleich ob er sich in der Nächstenliebe engagiert, in sozialen Themen von Pflege, Kindererziehung, all die Themen, die eine Gesellschaft reicher machen und wichtig sind. Sind Sie selber dazu gekommen, die anderen Stände auch zu besuchen? Ja, wir mogeln uns hier dann so ein bisschen durch. Also wenn wir reichlich Standbesetzung haben, dann sprechen wir uns untereinander ab und einmal geht der eine zu einer Podiumsdiskussion schnell mal oder Beispiel Pax Christi war heute Morgen eine wunderbar ergreifende Veranstaltung, eben auch wieder von der katholischen Seite. Verabredet man sich und geht mal für eine Weile einfach andere Stände besuchen, Material sammeln und dergleichen. Habe ich das richtig verstanden? Sie arbeiten hier ehrenamtlich für ATAC, also Sie werden nicht bezahlt als Standpersonal? Ja, das ist richtig. Ja, also wir sind in Ihrer Freizeit hier? Ja, absolut. Also so arbeitet ATAC auch. Die meisten Mitarbeiter sind eben ehrenamtlich tätig und zivilgesellschaftlich engagiert, wie man so sagt. Ne? ATAC hat natürlich auch feste Mitarbeiter. Das muss einfach aus Organisationsgründen sein. In Frankfurt ist das Bundesbüro. Da gibt es natürlich auch Büromitarbeiter. Ja, aber die meisten in diesem Netzwerk sind freiwillig, ehrenamtlich mit dabei. Es gibt Regionalgruppen in ganz Deutschland und wir sind auch vernetzt international mit ATAC internationalen Gruppen in Europa. Aber die Thematik springt natürlich auch nach Übersee in alle Welt, weil wir einfach global die Wirtschaftsweise verbessern wollen und von einer herkömmlichen Wirtschaft, die nur auf Vorteil und Raffen aus ist, wegzukommen und ein einvernehmliches Wirtschaften, Kooperation statt Konkurrenz in diese Richtung vorantreiben wollen. Haben Sie als ATAC auch Infostände am Katholikentag? Wissen Sie etwas darüber? Ich denke ganz bestimmt. Ich bin jetzt ehrlich gesagt nicht informiert, weil ich evangelisch bin und auch in Stuttgart gewesen bin an dem Stand und deshalb kann ich das jetzt nicht sagen, aber natürlich haben wir einen Stand auf dem Katholikentag. Das nehme ich an, weil gerade die christliche Fraktion bei ATAC auch stark vertreten ist. Vielen Dank. Ja. Gern geschehen. Danke Ihnen. Okay. Leider nicht alle Interviews, die ich gemacht habe, haben das Überspielen auf meinem Computer überlebt. Also ich dürfte am Computer irgendeinen Blödsinn gemacht haben. Habe einige Interviews verloren. Ein Interview, das es geschafft hat, war vom Stand von Gemeinwohlökonomie. Ein derzeit sehr trendiges Thema. Und hören Sie einfach jetzt. Gemeinwohlökonomie.
Evangelischer Kirchentag. Ich bin am Stand von Gemeinwohlökonomie www.ecogut.org und spreche mit Oliver Koch. Hallo. Ja, guten Tag. Worum geht's hier? Ja, also wir haben ja einen Stand, das erste Mal auf dem Deutschen Evangelischen Kirchentag. Früher waren wir immer Teilnehmer. Wie viel habt ihr gezahlt dafür? Naja, der Stand, das ist im Moment, wir haben noch keine Vereinsmittel, das haben wir alles selbst vorgestreckt und das sind so gut 500 Euro für den Stand und dann sind da gleich die Mitarbeiter für 6 Teilnehmer als ehrenamtliche Helfer mit da drin. Also ihr habt 6 Eintrittskarten? 6 Eintrittskarten und zusätzlich eben die Fahrkarten, die sind dann mit dabei und na gut, das muss man erstmal vorstrecken. Ich habe jetzt also über 500 und dann machen wir gleich noch einen Vortrag im Raum Lindau 6 und dafür musste man auch noch ein bisschen bezahlen. Für das Recht, dass ihr am Vortrag reden dürft, müsst ihr auch noch zahlen extra? Dafür mussten wir zahlen. Das ein genau. Sprecherslot kostet sozusagen. Ja gut, genau, das war so. Ja. Okay. Und ist dann Internet und Strom am Stand schon dabei oder müsst ihr das nochmal extra? Das war extra, genau. Und Aufbau von diesen Wänden müsst ihr auch noch zahlen? Das gehört zum Stand mit dazu. Das ist schon dabei. Ja, genau. Und der Tisch, an den ich mich jetzt anlehne, den habt ihr... Den haben wir mitgebracht, genau. Also man kriegt eigentlich nur den nackten Stand mit einer Steckdose. Ohne Steckdose, genau. Genau. Okay, ganz schön teuer. Soll ich für die Gemeinwohlökonomie noch was erzählen? Genau. Also die Gemeinwohlökonomiebewegung steht halt dafür, dass wir das Wirtschaftssystem transformieren möchten. Und zwar hin zu einem nachhaltigen Wirtschaftssystem. Wir möchten in Kurzform gesagt, dass alle Unternehmen eine Bilanz erstellen möchten, an der erkennbar wird, ob das Unternehmen dem Gemeinwohl nützlicher ist oder weniger nützlich. Das wäre jetzt keine Ökobilanz oder CO2-Bilanz, das wäre eine Gemeinwohlbilanz. Das ist eine Gemeinwohlbilanz, in der sind dann aber alle möglichen Kriterien mit drin. Also wir spannen im Grunde einen Rahmen um alle möglichen Organisationen, die hier versammelt sind. Also viele arbeiten ja an den Symptomen. Und das ist auch wichtig, das zu tun, aber wir möchten halt zusätzlich an den Ursachen anknüpfen. Also das Wirtschaftssystem belohnt ja Verhalten, was die Gewinnmaximierung eben anstrebt. Und in den Verfassungen steht aber drin, dass das Verhalten, dass das Gemeinwohl das oberste Ziel des Wirtschaftens ist. Zum Beispiel in der Bayerischen Verfassung steht drin, jegliches Wirtschaften hat das Ziel, das Gemeinwohl zu vergrößern. Das ist Economy of Common Good und also die Bewegung entwickelt sich gerade international und wächst zunehmend und wir haben eine Matrix entwickelt, auf Englisch Balance Sheet und die Matrix lässt eben Punkt für Punkt abprüfen, ob ein Unternehmen in bestimmten Bereichen besser oder schlechter ist, das gibt eine Gesamtsumme. Und damit kann man dann eben einen Gesamtwert ermitteln und danach könnte später die Besteuerung erfolgen. Der Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss hat das befürwortet 2015 in einer Anhörung, dass das in die europäische und nationalstaatliche Gesetzgebung implementiert werden soll. Diakonie Deutschland hat einen Brief geschrieben an sämtliche Einrichtungen und empfohlen, dass dieses als Instrument der Corporate Social Responsibility Richtlinien angewendet wird, neben 2 anderen möglichen Verfahren. Und wir sind halt hier auf dem Kirchentag, weil wir die diakonischen und karitativen Einrichtungen und Kirchen als natürliche Verbündete unserer Bewegung sehen, weil wir selber mit eigenem christlichen Hintergrund, obwohl es eine überkonfessionelle Einrichtung, Bewegung ist, wir sehen halt unheimlich viele Überschneidungen mit kirchlichen Inhalten und Forderungen. Und deswegen. Kann sich schon Firmen bei uns sozusagen zertifizieren oder den Score ausrechnen lassen? Ja, also es gibt in Bayern die Herzog-Sägmühle, ist eine große diakonische Einrichtung mit an die 80, 90 Millionen Wirtschaftsvolumen und über 1000 Mitarbeitern. Der Bergausrüster VD, die Sparda Bank München. Ich selbst komme aus Bielefeld, da ist die Regionalgruppe gerade ziemlich durchgestartet und wir haben einen Apotheker, der gerade mehrere Apotheken bilanzieren lässt. Wir haben in unserer Bewegung Unternehmensberater jetzt in Bielefeld, die auch Bilanzen abnehmen können. Das muss später natürlich alles unter staatliche Kontrolle, aber wir fangen jetzt erstmal an. Das ist das unheimlich Tolle bei dieser Bewegung, dass man einfach selbst schon anfangen kann und nicht warten muss, dass irgendwann mal irgendwer die Gesetze dafür ändert. Und wenn wir viele sind, dann wird es auch mal kommen. Ich
ich bin jetzt kleiner Einzelunternehmer, kann ich mir selber meine Matrix ausrechnen? Gibt es da im Internet eine Anleitung oder muss ich dazu einen externen anheuern? Also das muss man nicht, aber um die Wertigkeit zu haben, also es gibt verschiedene Stufen, wie man das machen kann. Und man kann selber einen Bericht erstellen, der ist dann aber halt nicht geprüft und hat eine niedrigere Wertigkeit, als wenn ich das mit einem Berater zusammen mache und hinterher von einem Auditor abprüfen lasse. Und diese Berater und Auditoren, die stellt es nur ihr oder gibt es da verschiedene unabhängige? Nee, im Moment ist die Bewegung, hat diese Matrix entwickelt und bildet eben selber im Moment Auditoren und Berater aus. Später soll das ein Beruf werden, der natürlich für alle, die Interesse haben, ein Ausbildungsberuf ist und dann zur Anwendung kommt. Aber wir sind halt im Moment die Einzigen, die diese Forderung in dieser Weise stellen und deswegen halt auch die Einzigen, die das so machen. Schon klar, aber mir geht es darum, sozusagen, ob ihr praktisch ein Monopol für die Prüfung eingebaut habt in diese Nachhaltigkeitsmatrix-Ausrechnung. Also es ist ein... Also das ist eine demokratische Bewegung, wo von Grund auf eigentlich eingeplant ist, dass die Bevölkerung, das Souverän, mitentscheidet, was in diese Matrix reinkommt. Nur im Moment machen wir es halt, weil es noch keine Versammlungen gibt, in denen die Bevölkerung beteiligt wird. Das ist aber unser Ziel. Ja, also... Ja, genau. Wir möchten Wirtschaftskonvente haben und wir möchten, dass dann basisdemokratisch die Bevölkerung mitentscheidet. Zum Beispiel ein Punkt wäre, das Wievielfache des Einkommens sollte überhaupt möglich sein. Interessanterweise bei... Ja, genau. Und zum Beispiel interessanterweise entscheiden sich die Menschen vom Herzen in der Regel für den Faktor 10. Da haben wir in allen möglichen Städten und auch weltweit gibt es Erhebungen, dass... Das war jetzt, wir haben dieses Instrument des systemischen Konsensierens dabei angewendet, bei dem die Menschen ihren Widerstand anzeigen können. Wer keinen Widerstand hat, hebt keine Hand. Wer einen leichten Widerstand spürt, eine. Und wer einen starken Widerstand spürt, hebt beide Hände. Und da sieht man sehr schnell, welcher Faktor, zum Beispiel, wenn man diese Sache abfragen würde, den geringsten Widerstand hervorrufen würde. Haben Sie vom deutschen Gesetzgeber Rückendeckung schon? Also gibt es da schon Parlamentarier-Initiativen, die das versuchen zu pushen? Bisher eine ganz klare Unterstützung von Seiten irgendeiner Partei habe ich jetzt noch nicht gehört. Es gibt 65 Politiker, die sich dieser Bewegung, also als Unterstützer, sage ich mal, sich eingetragen haben. Die Namen kann ich jetzt nicht direkt benennen. Das sieht man auf der Internetseite aber. Und gibt es irgendein Land, das weiter ist als Deutschland, also die Gemeinwohlökonomie schon mehr anwenden in der Praxis oder da schon gesetzlich mehr leben? In Spanien läuft ein bisschen mehr. Da gibt es halt auch schon Gemeinden und da wird auch ein Lehrstuhl jetzt eingerichtet. Das kann ich jetzt auswendig nicht alles erzählen. Da tut sich auf jeden Fall was weltweit. Jetzt gerade war die Delegiertenversammlung in Paris, da war ich auch gewesen bis Sonntag. Da wurden noch einige Dinge besprochen. Da waren Leute aus Portugal, aus Spanien, aus der Schweiz, aus Österreich, aus Deutschland. Das war also eine... Und es gibt kein einzelnes Land, wo man sagt, das ist das Herz der Bewegung. Also die Bewegung kommt ursprünglich aus Österreich. Der Christian Felber hat die Bewegung somit ins Leben gerufen. Und da ist der erste Punkt, wo es gewachsen ist. Und von da aus breitet sich es aber aus. Okay. Und ich bin selbst bei Greenpeace angefangen und hatte irgendwann das Gefühl, es reicht mir jetzt selber nicht nur die Symptome zu bekämpfen und wollte halt auch an die Ursachen ran. Und da waren wir halt... Wir hatten dann auf einem Kirchentag von dem Eddie Hunecke von den Wise Guys den Begriff Gemeinwohlökonomie gehört und dachten, Mensch, das könnte interessant sein, haben uns damit beschäftigt und für mich war das wirklich ein toller Moment, wo ich das Gefühl hatte, jetzt kann man wirklich anfangen und was machen. Das ist eben das Tolle, es ist nicht nur eine Utopie, sondern es ist auch ein Punkt, wo man jetzt direkt anfangen kann, in einer Regionalgruppe mitmachen kann. In Deutschland gibt es ganz viele Regionalgruppen. Wenn ich Sie richtig verstehe, langfristig wird es ja nicht reichen, dass ich dann sozusagen einen Score ausrechne mit dieser Matrix. Langfristig müsste das Steuersystem diesen Score dann wieder zur Grundlage nehmen, um sozusagen das, die Wirtschaft zu lenken. Ja, das wäre unsere Forderung. Dass nicht die Arbeitszeit besteuert wird primär, sondern halt die einen niedrigen Score haben sozusagen. Das wäre das Fernziel, genau. Und das wäre ja keine Planwirtschaft oder kein Kommunismus. Jedes Unternehmen wird sich weiterhin den günstigsten Weg natürlich raussuchen, so sind wir Menschen. Aber es wäre halt der nachhaltigste Weg, wäre eben auch der billigste.
Inwiefern ist die Gemeinwohlökonomie, haben Sie da Verbündete oder Erfahrungen mit der CO2-Steuer, von der man ja schon länger hört, ne? Dass das für jedes Produkt und jede Dienstleistung sozusagen der CO2-Verbrauch ausgerechnet wird und dass das gesteuert werden soll, um sozusagen mit der unsichtbaren Kraft des Marktes da Also die Gemeinwohlökonomie ist so ein holistischer Ansatz, sage ich mal. Da sind viele Dinge mit drin, soziale Gerechtigkeit und ökologische Nachhaltigkeit eben auch. Und das bildet sich dann da eben auch mit ab. Ja, aber haben Sie sozusagen von den CO2-Besteuerungssachen, wo man schon länger was liest in der Zeitung, haben Sie da Erfahrungen übernehmen können, wie schwer das ist oder wie gut das geht, das in die Gesetzgebung hineinzubekommen? Da habe ich jetzt persönlich keine, kann ich, also ich komme aus der Regionalgruppe Bielefeld und kann da jetzt nicht direkt konkrete Angaben dazu machen. Und persönlich, wie lange sind Sie jetzt schon in der Gemeinwohlbewegung aktiv? Wir sind seit Ende 2015 in der Öffentlichkeit in Erscheinung getreten. Wir haben den 35-jährigen Geburtstag von Greenpeace Deutschland zum Anlass genommen. Greenpeace Deutschland wurde witzigerweise in Bielefeld gegründet. Und dann haben wir in Bethel, in den von Bodelschwingschen Stiftungen, das Asapheum gemietet und eine Großveranstaltung durchgeführt. Wir haben da den Geburtstag von Greenpeace Deutschland gefeiert und Christian Felber als Vortragenden gehört. Und da war so der Startschuss für die Gemeinwohlökonomie in Bielefeld. Jetzt gibt es inzwischen eine Hochschulgruppe, es gibt eine Arbeitsgruppe für Unternehmer, für Unternehmensberater, eine AG-Bildung. Also es wächst schneller, als man schauen kann. Es gibt noch keinen universitären Lehrstuhl oder keine Studie. In Bielefeld noch nicht, nein. Haben Sie einen Wunsch an die Kirchentagsbesucher oder an die evangelische Kirche? Also ich sehe riesige Überschneidungen zwischen der Gemeinwohlökonomie und den christlichen Grundwerten. Und ich bin selber als Christ zu der Gemeinwohlökonomie gestoßen und für mich ist das wirklich ein Weg, wie es funktionieren kann, dass man nicht nur am Sonntag dafür betet, dass die Welt besser wird, sondern wirklich auch anpacken kann und versuchen kann, die Welt besser zu machen, als sie jetzt ist und dass wir dann für unsere Kinder eine gerechtere Welt hinterlassen können. Ja, das wäre mein Ziel und das ist die Energie, die mich trägt, hier ehrenamtlich diesen Stand zu machen und viel Zeit zu investieren. Und das mache ich gern. Sind Sie als NGO-Mitarbeiter jetzt zufrieden mit dem Kirchentagsbesuchern? Also ergeben sich interessante Gespräche oder haben Sie das Gefühl? Auf jeden Fall. Nein, auf jeden Fall. Also natürlich gibt es Leute, die müde sind und vorbeigehen, aber wir haben hier mit vier Leuten teilweise gleichzeitig Gespräche geführt und kaum war eins zu Ende, gab es den Nächsten, der Interesse hatte und es ist unglaublich. Es hat sich wirklich sehr... Nein, das hat sich auf jeden Fall gelohnt für uns. Wir haben das gerne gemacht. Also wie gesagt, wir haben jetzt den deutschlandweiten und den OWL-Verein gerade in Gründung. Es gibt bis jetzt noch keinen Rückfluss. Das heißt, die Banner, den Stand, die Flyer, alles haben wir selber bezahlt. Das haben wir gerne gemacht, weil uns das wirklich eine Herzensangelegenheit ist. Und ja, deswegen, es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Und wir haben viele begeistern können für die Idee. Und ja, bin sehr, sehr zufrieden damit. Vielen Dank. Ja, gerne. Okay, das vorletzte Interview hat mir auch extrem Spaß gemacht. Und zwar war das ein Stand von Taiwan. Ich glaube, die haben gleich zwei Stände gehabt. Taiwan, oder Nationalchina, die kleine Insel südlich von China, die sich nicht von China vereinnahmen will. Und da waren Plakate Taiwan in die UNO. Ja, und diese nette Dame vom taiwanesischen Infostand hat mir dann ein Interview gegeben, was sehr lustig war, weil alle anderen vom Stand haben dann sich so zusammengerottet und überlegt, wer jetzt mit mir spricht und wann. Waren sehr nett. Hören Sie das Interview einfach jetzt. Evangelischer Kirchentag, ich bin beim Stand von Taiwan in die UNO, beziehungsweise Taiwan vor WHO. Ja, genau. Hallo, ich spreche mit Helena the Young Guys. Hallo Helena. Hallo. Kannst du mir sagen, was macht dein Stand hier? Also wir wollen Besucher informieren, dass Taiwan nicht zu China gehört. Ja. Taiwan ist ein selbstständiger Staat, demokratischer Staat, seit über 40 Jahren. Wir wählen, Taiwanesen wählen Präsidenten, wir haben Pressefreiheit, Meinungsfreiheit, Religionsfreiheit. Und deshalb machen wir auch bei Evangelischen Kirchentag machen wir auch diese Informationen. Das wollen wir. Euer Anliegen ist, dass Taiwan international anerkannt wird als Das ist unser Ziel. Ja, genau. In UNO als Mitglied und in WHO als Mitglied. Und derzeit seid ihr nicht in der UNO.
Nein, schon seit eh und je noch nicht. Das heißt, ja. Peking spricht für euch sozusagen? Nein, die sind dagegen und wir kämpfen ja. gegen China. Ja, ja. Ja. Die behaupten immer, dass Taiwan ihre Provinz ist. Okay. Aber Taiwan in der Geschichte war noch nie chinesische Provinz. Okay. 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 Taiwan ist militärisch, diese Insel ist sehr fruchtbar, militärisch sehr wichtige Lage. Ja. Und wie China wie Taiwan haben, weil es militärisch sehr wichtig ist. Und deshalb versucht China bis heute noch mit wirtschaftlicher Beziehung Taiwan einzuverleiben ja. und aufkaufen. Ja. Aber Taiwan ist nach dem Zweiten Weltkrieg in der Tat, also im Fakt, ein amerikanisches Militärschutzpunkt. Die ja. sind halt verbündet mit den USA. Ja, USA und Japan und Südkorea ah, okay. und europäische Länder ja. auch, ja. Commonwealth-Länder. Ja. Okay. Ja. Und warum seid ihr genau am Kirchentag? Gibt es eine große christliche Community in Taiwan? Oder ja, wir haben in Taiwan auch evangelische ja, Kirche in Taiwan. Ja. Die evangelische Kirche haben Taiwanesen viel für die Demokratie gekämpft. Weil Taiwan war ja nach dem Zweiten Weltkrieg, vor dem Zweiten Weltkrieg war ja Taiwan ein japanisches Land. Ne? Ja, und ja, das war schon Anfang besetzt, aber nachher hat Japan schon Taiwan zu eigenes Land gegliedert. Und da ja Japan den Zweiten Weltkrieg verloren hat, musste Japan aus Taiwan abziehen. Mhm. Und dann seit dem Zweiten Weltkrieg, also danach, ne, mhm. ist Taiwan ein amerikanisches Militärstützpunkt. Okay, ja. ja, weil Amerika gegen Japan gekämpft hat und ja. Japan hat er verloren. Ja, ja. Ja. Und danach, nach dem Zweiten Weltkrieg, kam da diese chinesische Exil-Regierung, das ist die Nationalchina ja. früher, die wurde von Mao vertrieben mhm. und diese Regierung ist nach Taiwan geflüchtet ja. mit Militär und dann diese Regierung kam nach Taiwan, haben viele Intellektuelle hingerichtet, war Massaker. Ja. Die Militärregierung? Ja, die chinesische ja. Militärregierung, Exilregierung. Das ist nicht sehr demokratisch. Das ist eine Diktatur, ja. Ja, ja, genau. Und wie lange hat diese Diktatur gedauert? 38 Jahre. Militärregime, ja. Bis 1980 rum, 96, was ist immer ewiger kam, ja. Ja, ja. Also wir dürfen seit 96 Präsidenten wählen, aber vorher war ja. 38 Jahre Militärregime. Okay. Ohne Pressefreiheit, ohne, ja, mhm. ja. Das ist ganz traurig, viele sind einfach ja. verhaftet in der Nacht. Ja. Das kämpfen wir bis jetzt noch, heute ja. noch, weil diese 2016 hat Taiwan ja Präsidentenwahl gehabt und ja. wir haben Taiwanesen gewählt. Mhm. Und jetzt ist seither ist Taiwan ist wieder mit Taiwanis. Wir haben eigene dann taiwanesische Regierung, mhm. nicht mehr die Exil-Regierung. Ah, okay. Mhm. Mhm. Aber die Exil-Regierung existiert noch in Taiwan. Und diese, das heißt chinesische Nationalpartei, okay, ja. diese Partei arbeitet mit China und möchte Taiwan an China ausliefern. Aha. Ja, das ist, aber wir müssen weiter kämpfen. Okay. Und hoffentlich auch Unterstützung von Deutschland. Okay. Ja, genau. Sind Sie zufrieden mit den Besuchern am Kirchentag? Das sehr gut, sehr ja. Doch, viele Interesse, die ja. ist ja immer gefragt und viele davon auch. Waren in Taiwan. Ja. Ja, das ist wie eigene meine Heimat. Mhm. Aber welches haben mir erzählt, er ist in Taiwan geboren. Aha, ja. ja. Und Taiwan ist wie seine Heimat. Hm. Darf ich fragen, gibt es in Taiwan eine eigene Sprache oder sprechen ja. Sie Mandarin? Das ist gut, das ist ja. das Fragen. Nach 1949, ne, da kam die chinesische Exilregierung ja. und Japaner waren, sind ja weg. Ja. Und hat Taiwanesen gar keine Regierung, keine Militär. Ja. Ja. Und dann diese chinesische Exilregierung, Nationalchina, hieß damals, mhm.
die kam nach Taiwan und hat uns gezwungen, Chinesisch zu lernen. Also Mandarin. Ja, Mandarin zu lernen. In und der vorher, Schule über vorher Japanisch, okay, war Amtssprache. Okay. Und jetzt ist schon 70 Jahre die Exil-Regierung existiert in Taiwan. Und nach 70 Jahren sprechen Taiwanesen überall Chinesisch. Und wir haben noch Taiwanesisch und noch insgesamt mindestens 13 Aboriginer, Ureinwohner. Und mit eigenen Sprachen. Ja, die haben ganz eigene Sprache. Ja. Okay, aber Taiwanesisch wird vorwiegend gesprochen in Taiwan. Das ist Taiwanesisch. Ja, Taiwanesisch. Taiwanesisch ist nicht dasselbe wie Mandarin. Nee, Mandarin ist bis jetzt noch in Taiwan Amtssprache, Schulsprache. Mhm. Aber in ganz Taiwan wird viel Taiwanesisch gesprochen. Okay, und wir kämpfen noch immer gegen China. Wir wollen die Sprache nicht sprechen. Sie wollen nicht Mandarin sprechen. Aber das ist da, die Kultur ist weg. Die haben da uns verboten, diese Kultur weiter zu pflegen. Taiwanesen haben bessere Kultur als demokratische Kultur und alles besser als in China. Okay, China hat nur diese mörderische Kultur, das kann man gar nicht nennen. Ja. Sie sind jetzt seit einiger Zeit, ist jetzt Hongkong von China verwaltet. Ja, Hongkong sind zweierlei Sachen. Ja. Hongkong war ja von Engländern war Kolonie, ne? Und das war England hat da mit China Hongkong gepachtet für 99 Jahre. Ja. Und nach 99 Jahren müssen die Engländer zurück. Aber Taiwan hat ganz andere Status. Ja, das hat mit China überhaupt nichts zu tun. Aber sehen Sie am Beispiel von Hongkong, wie eine Wiedervereinigung mit China funktioniert? Also haben Sie das Gefühl, das tut den Leuten in Hongkong gut? Die sind gezwungen, wieder an China zurückzukehren. Ja. Aber Taiwan, die können uns Taiwanesen nicht zwingen, weil nach dem internationalen Kriegsgesetz, Taiwan ist bis nach dem Zweiten Weltkrieg amerikanische Militärbesatzungszone. Militärisch Occupy. Gibt es in Europa oder in Deutschland eine große Gemeinschaft von Taiwanesen? Ja, wir haben taiwanesische Verein, Taiwan-Verein. Ist schon groß. Verstehen die sich gut mit den chinesischen? Nein. Nein, die kommen gar nicht rein. Und wir gehen auch nicht zu ihrem Verein. Das muss ganz. Noch ein Teil von Deutschland, die wissen noch nicht, dass Taiwan ein selbstständiger, demokratischer Staat ist. Und jetzt, wir informieren hier über Taiwan und die fragen auch, das ist besser. Aber politisch können die Besucher beim Kirchentag Taiwan nicht unterstützen. Okay. Nur Politiker, die Außenpolitiker und Merkel. Ja. Ja. Also Deutschland unterstützt schon Taiwan, ne? Humanitäre und menschliche Menschenrechte. Mhm. Aber wegen der Wirtschaft, politisch unterstützt Deutschland Taiwan nicht. Das sollte aber nicht sein, ne? Wissen Sie, wie die Unterstützung von Österreich ist? Ja, haben wir auch von Österreich, aber ich glaube, politisch nicht so. Wirtschaftliche Beziehungen haben wir schon, aber politisch halten die Länder, demokratische Länder, ihren Mund zu, ne? Und die wissen genau, dass Taiwan eine selbstständige Insel ist. Ja. Aber gegen China, es ist keiner bereit, gegen China zu kämpfen und wirtschaftliche Beziehungen zu opfern. Und Sie würden sich wünschen, wenn politisch ein bisschen mehr Unterstützung Jawohl, für China, das mehr ja sehr, ja genau, mehr, ja. Das soll die ganze Welt das machen. Ja. Okay. Wir dürfen nicht zulassen, dass China ein Land nach dem anderen Land einverleibt. Haben Sie eine Homepage von Ihrem Verein? Oder Homepage, ich frage meinen Landsmann. Ja. Lulongjie, ich will mal sagen, dass wir Taiwan eine Homepage haben. Haben Sie eine Homepage über Taiwan? Taiwan eine Homepage? Ja. Taiwan Frauenverein in Deutschland e.V., sehe ich da. Das kriegen Sie nicht viel. Das kriegen. Aber haben Sie einen Taiwan-Verein? Ja, großer Verein. Wie heißt der? Oh, Taiwan, aber es ist Englisch. Das ist auch nicht viel, Information nicht viel. Ja. Aber Deutsch. Ja. Na, ist egal, Englisch auch. Nee, Baden-Hagen.
ein deutscher Journalist in Taiwan. Ja. Aha. Der hat eine Homepage sehr gut. Aha. Und wie heißt der? Baden-Hagen. Okay. Ich kann ja Ihnen meine E-Mail-Adresse geben. Ja, nein, ich wollte es ansagen für die Hörer vom Podcast. Okay. Ja. Dann mach nichts. Und ich, vielleicht kriege ich raus, dann kann ich ja Ihnen mailen. Ja, warten Sie mal. Gut, dann vielen Dank, Herr Ja, ich, für das hoffentlich ja, habe ich einigermaßen. Ja, ja, sehr gut. Ja, danke schön. Okay, und damit zum Abschluss vom Kirchentag. Das war mit Abstand das lustigste Interview, das ich geführt habe und auch der lustigste Stand, den ich gesehen habe. Ich war dann schon nach am Tag Kirchentag Messezentrum ein bisschen müde, bin so da herumgelaufen zwischen den Ständen und habe immer noch sehr viele Stände zum Entdecken gehabt, wo ich noch in Messehallen, wo ich noch nie war. Und dann komme ich so vorbei an einem Stand, da stand Militärseelsorge, Gefängnisseelsorge und dann eben dieser Stand BDSM und Christsein, und ich habe total lachen müssen, habe das so lustig gefunden. Und die Damen, die dort waren, die haben so lange schwarze Lederröcke angehabt, haben dann gefragt, warum ich so lache. Und und ich habe gesagt, ja, ich mache einen Podcast und ob ich sie interviewen kann. Und dieses Interview hören Sie einfach jetzt. Okay, Evangelischer Kirchentag. Ich bin am Messestand von www.smundchristsein.de. Hallo, ich spreche mit Petra. Hallo Petra. Hallo. Petra, worum geht's hier? Also, wir versuchen ein bisschen Aufklärungsarbeit zu leisten hier innerhalb der evangelischen Kirche und mit allen Besuchern, dass SM nicht was mit Gewalt zu tun hat. Erster Punkt, das aber muss ich erklären. Für meine sehr nerdigen Hörer, vielleicht mal erklären, was SM ist. SM ist Sadomasochismus und das steht im Kontext zu BDSM, weil unter SM ist eigentlich geläufiger in der Gesellschaft als BDSM, aber das ist da eben alles vertreten. Da zählt auch Bondage zu, da gehören Fetische dazu. Es hat nicht nur was mit Schlagen zu tun, ganz wichtig. SM kann man nur leben, wenn beide Partner das wollen. Es geht um Einvernehmlichkeit, es geht um ganz, ganz viel Vertrauen innerhalb der Beziehung und es geht auch um Liebe. Ohne eine Liebesbeziehung wäre SM auch kaum möglich zu leben. Wenn diese Basis da ist, dann kann man in andere Sexualpraktiken einsteigen. Sonst bitte die Finger davon lassen. Und du sprichst ja extra von Leben, also da geht es eigentlich um einen Lifestyle, habe ich das richtig verstanden? Nein, es geht nicht um Leben, man kann es als Spiel bezeichnen, so wird es in der Szene bezeichnet, oder man kann es auch als Lebenseinstellung sehen. Man trägt diese Neigung meistens schon lange, lange in sich, kann es vielleicht nicht äußern oder artikulieren und weiß vielleicht auch noch selber gar nicht, was da in einem schlummert. Und Christen sind nicht sexualfeindlich, sondern dürfen diese Neigung auch leben und genauso Spaß am Leben haben, auch in diesem Bereich. Gibt es von der evangelischen Kirche in Deutschland eine offizielle Position zu SM? Es gibt noch keine offizielle Position dazu, deswegen stehen wir auch hier. Es ist in der evangelischen Kirche etwas offener, wird es gehandelt, deswegen dürfen wir auch auf einem Messestand stehen und hier diese Arbeit machen. Die geht ja hauptsächlich in den Seelsorgebereich hinein, um auch Aufklärungsarbeit zu leisten, dass eben diese SM-Neigung nicht kirchenfeindlich oder gegen Jesus ist, sondern man kann eben beides miteinander verbinden. Ich kann Jesus in meinem Herzen haben, gläubig sein. Die ganzen Werte, die das Christentum hat, die spiegeln sich eigentlich, wenn man genauer hinsieht, auch im SM-Bereich wieder. Also so eine gewisse Leidensfähigkeit schadet nicht. Nein, das hat nichts mit Leidensfähigkeit zu tun, das hat was mit Vertrauen zu tun. Okay, ja. So wie ich Gott vertraue, mein Leben anvertraue und sage, du, na, schön, wir sind deine Geschöpfe, so vertraue ich mich im SM-Bereich auch einem anderen Menschen an. Okay. Und es hat was mit Hingabe zu tun. Also die Wörter sind zum Teil sehr gleich besetzt. Es ist nicht primär der Rohrstock. Und es, so wie es, ich sag mal, in einschlägigen Pressemitteilungen manchmal noch so dargestellt wird. Es geht viel tiefer. Gibt es zu anderen Religionsgemeinschaften offizielles Statement zu SM? Also, wisst ihr davon? Also bis jetzt haben wir es noch nicht erreichen können, auf einem katholischen Kirchentag zu stehen. Da ist also die Hemmschwelle, Angst, die Hemmschwelle wahrscheinlich noch größer oder die Auseinandersetzung mit dem Thema noch angstbeladen, denke ich mal. Ja. Ihr seid aber noch keine offizielle Arbeitsgruppe seid ihr ein Verein oder was seid ihr rechtlich? Nein, wir sind rechtlich eine Arbeitsgemeinschaft. Wir haben uns zusammengeschlossen, eben als Christen, wo wir sagen, wir möchten einfach in der
in der Arbeit ein Stückchen weiterkommen, dass man innerhalb der Kirche auch nicht mehr diskriminiert wird, dass keine Disziplinarverfahren erfolgen, wenn das zum Beispiel rauskommt im Pfarramt. Das eine ist Privatsache, was im Schlafzimmer passiert, und das andere ist die offizielle Seite. Und manche vermischen diese Bereiche, und das ist schade. Gab es da Präzedenzfälle? Also musste zum Beispiel ein Pfarrer zurücktreten oder bekam Schwierigkeiten mit seiner Gemeinde? Weil die gab es, ja. Ich möchte da auch nicht näher drauf eingehen, weil das ein interner ist, aber die gab es, und leider... Das hängt dann mit der Akzeptanz der Gesellschaft sozusagen zusammen. Genau, richtig. Dass manche sagen, es ist doch Gewalt, und man muss da wirklich aufklären und sagen, nein, SM ist primär keine Gewalt, sondern beruht im gegenseitigen Einvernehmen und in der Achtung vor dem Menschen und ja vor der Geschöpflichkeit. Es ist ein heikles Thema, es ist noch nicht, es ist schwer darüber zu sprechen. Dafür die Toleranz der Gesellschaft ist in der evangelischen Kirche zu erweitern, kann man das so ausdrücken? Das kann man so sehen, ja, unter anderem. Oder auch die Vernetzung untereinander, dass man sich nicht verstecken muss. Es wird über so viel gepredigt, und Thema Sexualität wird in den Gemeinden doch oft verschwiegen oder unter Scham besetzt und so weiter. Und es sind so viele Konflikte, manchmal auch innerhalb der Ehe, manchmal vielleicht vorhanden, wenn der eine Neigung hat und der andere nicht. Und man redet nicht miteinander. Und reden und Respekt vor dem anderen haben und dem anderen zuhören vor allem, das ist das Elementare. Und da gehört SM ganz, ganz doll mit hinein. Weißt du, gibt es historisch irgendwas, so aus der Zeit Luthers oder so, hat sich sozusagen die Sexualmoral geändert? War das früher eher toleriert? Das kann ich so nicht sagen, aber ich denke, die Neigung wird es von vornherein immer gegeben haben, genauso wie es andere Neigungen auch historisch schon immer gegeben hat, aber es wurde nicht publiziert. Also jedenfalls sind uns keine Schriften bekannt darüber, aber sicherlich gibt es diese Neigung auch. Was wünschst du dir von der evangelischen Kirche? Ich wünsche mir einfach von der evangelischen Kirche, dass über das Thema Sexualität offen weiter diskutiert wird, konstruktiv, und keine Ausgrenzungen mehr erfolgen, sondern dass wir wirklich dieses Liebesgebot weitergeben können, liebe deinen Nächsten wie dich selber. Und das gehört dazu, dass man tolerant miteinander umgeht und den anderen respektiert. Das ist das, was Jesus uns gezeigt hat. Genau. Unabhängig von der eigenen Neigung. Genau, richtig. Das ist das Ziel, was wir haben. Gut, vielen Dank. Ja, gerne. Viel Erfolg. Dankeschön.